Hey Leute, ich bin Speedlimit. Schön, dass ihr da seid. Die sind für euch nach längerer Zeit jetzt wieder ein Video. Und das hatte auch einen besonderen Grund, denn ich hatte erst mal 2 Wochen Urlaub gehabt und dann war ich krank, wie ihr vielleicht noch an meiner Stimme hören könnt. Deshalb sorry nochmal für die kratzige Stimme. Ich werde jetzt wieder einige Videos machen. Wie ihr wisst, es gibt von Amazon bzw. von der Amazon Echo Familie wieder neue Geräte. Ich werde versuchen, die mir zu holen und die euch dann vorzustellen, auch mit den alten Geräten zu vergleichen. Ja, das ist eigentlich mein Hauptthema in diesem Kanal. Wer meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt und ein bisschen besser kennt, weiß auch, dass ich auch abschweife und mal was anderes bringe. Ja, und das ist jetzt auch der Fall. Und zwar als kurzes Einleitungsvideo nach längerer Zeit, damit ihr euch wieder ein bisschen eingroovt auf mich und ich auf euch. Ja, da präsentiere ich euch mal meine Uhrensammlung. Ist ja jetzt in momentan, wie ihr das vielleicht auch von Flying Uwe gesehen habt, hat er auch seine Uhren da gezeigt, seine Rolex und weiß ich nicht, für 10.000, 50.000 Euro. Keine Ahnung, wie viel die Dinger kosten. So viel ist sicher, hier werdet ihr bei mir nicht solche teuren Uhren sehen. Ich habe zwar auch Uhren, ich mag auch Uhren, ich sammle auch welche, aber die sind zwar ganz schlicht und eigentlich könnte sich sie jeder leisten. Und ich finde sie nicht minderwertiger als die von Uwe. Und auch dementsprechend finde ich die auch, ja, hier Geschmackssache, finde ich meine halt ein bisschen schöner. Gut, aber ich will die euch mal zeigen. Ich habe 3 Uhren hier, die ich euch mal vorstellen möchte. Und ja, fangen wir einfach mit der, ja, in Anführungsstrichen billigsten, beziehungsweise der ja, ganz normalen Standarduhr an, die ich hier habe. Es ist eine von Casio, die ist wasserfest, wie ihr seht, mit einem Stahlband, mit so einem Klettverschluss. Ich finde die sehr schön, die Uhr, denn übrigens, diese Uhr wurde auch in einem Film benutzt. Ich weiß jetzt nicht, wie der Film heißt. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr die Uhr erkennt, die in diesem Film benutzt wurde. Ich meine, das war in einem Flugzeug, wo er da saß und dann immer die nach 20 Minuten stoppen muss, weil da immer ein Passagier getötet wurde. Ich kenne den Hauptdarsteller nicht, es ist ein bekannter Hauptdarsteller. Ich kenne auch nicht den Namen des Filmes, aber ich habe den Film gesehen und ich weiß, dass diese Uhr da vorkommt. Also wenn ihr es wisst und wenn ihr diese Uhr erkennt, ja, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wird mich freuen, wenn einer das von euch weiß und mir da ein bisschen auf die Sprünge hilft. Diese Uhr ist halt von Casio. Eine ganz normale. Ich finde die am Handgelenk ganz, ja, ganz nett. Für den Alltag kann man immer gut gebrauchen. Sieht auch gut aus, finde ich. Ja, hat damals, meine ich, dies habe ich jetzt auch länger, um die 80 Euro gekostet. Also mehr wird die nicht kosten. Trotzdem ist es eine schöne Uhr, finde ich, und ist eine Digitaluhr mit Datumanzeige, mit deutscher Anzeige für die Wochentage. Ist auch eine Funkuhr, also die braucht ihr nicht zu stellen, die richtet sich nach der Funkzeit. Deshalb auch was Besonderes, finde ich. Hat Licht, hat Stoppuhr, alles was man braucht. Halt auch verschiedene Weltzeiten hier drauf. Und deshalb ist das eine ganz, ganz schlichte und besondere Uhr, die ich auch sehr gerne trage und die auch leicht ist. Also die ist nicht so schwer wie vielleicht eine Rolex oder so. Und ich finde auch Casio macht auch gute Uhren und schöne Uhren. Und deshalb habe ich die mir damals besorgt. So, dann kommen wir gleich zur nächsten Uhr. Und die habe ich euch auch schon mal vorgestellt in einem Video. Werde ich euch mal hier verlinken oben. Schaut es euch mal an. Das ist nämlich eine Smartwatch. Nicht die neueste Smartwatch von Samsung diesmal, sondern schon eine ältere. Das ist die, nämlich die GS. Die habe ich mir geholt. Damals unter anderem, weil ich meine erste Smartwatch haben wollte. Und die GS mit dieser Rundung fand ich sehr schön. Und sie hat einen ganz großen Vorteil, was die anderen Smartwatches nicht haben. Hier könnt ihr eine SIM-Karte reinstecken und die ist dann immer unabhängig von eurem Telefon. Das heißt, es ist keine eSIM-Karte, sondern eine Nano-SIM-Karte, die ihr dann hier reinstecken könnt. Egal, wo ihr dann auf der Welt seid, könnt ihr immer diese Smartwatch benutzen. Deshalb habe ich die mir geholt und deshalb trage ich die immer noch sehr gerne. Ich mache es mal jetzt auf, wie ihr sehen könnt. Da ist sie auch. Ja. Ist in schwarz gehalten, das Band kann man hier wechseln, also ihr könnt hier dieses, ist ein schlichtes ja, Gummiband, so aus so Gummiplastik, ist halt von Samsung, hatte hier ein Pulsmesser mit eingebaut, ist jetzt natürlich nicht an. Wenn ihr die laden wollt, müsst ihr hier hinten so einen Adapter draufstecken und dazu gibt es auch ein Ladekabel. Schaut euch am besten das Video an, ich werde hier jetzt nicht auf weitere Details eingehen. Und ja, ich finde die am Handgelenk ziemlich, ja, groß ist sie, also für Männer eher geeignet.
Trotzdem ist sie sehr anpassungsfähig, weil durch diese runde Form, auch dieses damals neue runde Glas hier, wie das Oval, fand ich die halt sehr hübsch und auch sehr passend zu mir fand ich die. Und deshalb habe ich mir damals die geholt. Habe die jetzt auch mehrere Jahre, muss ich sagen, auch schon im Gebrauch. Also ich trage die Uhren, ich lasse sie auch nicht im Schrank oder so. Meistens nehme ich die dann halt mit zum Urlaub. Und ja, damals hat die, glaube ich, die war ja ziemlich neu, so wie jetzt die neuen Kosten um die 300, 400 € gekostet. Jetzt würdet ihr diese GS wahrscheinlich für 100, 150 € kriegen. Ich werde es euch mal da unten verlinken. Schaut es euch mal an, wie der Preis letztendlich ist. Ja, das war diese Smartwatch, die ich euch jetzt hier nochmal vorgestellt habe. Wie gesagt, die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und das ist die zweite Uhr, die ich dann halt besitze. Und die ist jetzt auch nicht so teuer. Wenn ihr ein bisschen spart, könnt ihr euch das auch leisten. Ich habe keine Rolex. Mir sind die Dinger auch, ne, wenn ihr eine Rolex holt, ist eher eine Investitionsanlage und die trägt man dann auch nicht so in der Öffentlichkeit, zeigt die auch nicht so. Aber so eine Smartwatch ist doch immer wieder was Nettes, weil man da auch verschiedene Anwendungen habt. Ihr könnt E-Mail lesen, eure SMS lesen. Ihr könnt da ja euch anrufen lassen. So wie bei Knight Rider, bei Kid, kennt ihr noch. Also die Dinger sind, finde ich, einfach ganz klasse und die Technologie begeistert seid, ja, ihr werdet die wahrscheinlich eh auch mögen. Gut, und die letzte Uhr, die geht eher in die Eleganz und zwar zum Anzug oder zum, wenn ihr mal ausgeht oder wenn ihr mal auf eine Silvesterparty oder eine Geburtstagsparty eingeladen habt, könnt ihr euch diese Uhr holen. Die kostet schon ein bisschen teurer. Ja, in der Preislage von denen wird sie liegen. Die kostet nämlich 200 €, wenn ihr euch die holen möchtet. Also es ist erschwinglich immer noch. Also es ist keine Uhr für 5.000 € oder für 6.000 €. Wie ihr schon sehen könnt, ist es eine Uhr von Hugo Boss. Und die fand ich schön, weil ich hatte einen blauen Anzug. Und mir fehlte zu dem blauen Anzug für die Hochzeit irgendwas damals. Und das war halt diese Uhr. Zum blauen Anzug habe ich mir natürlich dann auch dementsprechend eine Uhr mit einem Lederarmband und dementsprechend auch ein braunes Lederarmband geholt. Wie ihr hier schon sehen könnt, ist diese Uhr halt analog. Hier ist ein Zifferblatt und das Zifferblatt ist dann hier blau. Passt halt zu dem Anzug, den ich hatte. Und hier das Lederarmband. Ich finde das auch eine Uhr für den Alltag sehr schön. Die kann man schön anziehen. Das Zifferblatt ist ziemlich groß. Datumanzeige ist auch drauf, also ganz schlicht. Und wie gesagt, es ist kein Stahlband, sondern ein Lederband, dass man sich dann hier, dass hier hinten auch noch so ein bisschen heller ist als hier vorne. Ansonsten gibt es zu der Uhr nicht viel zu sagen. Sie sieht, wie gesagt, sehr schön aus. Ist eine Hugo Boss Uhr, wie gesagt. Und wenn man die sich dann anbringt, sieht das auch sehr elegant aus, finde ich. Kann man auch sehr schön irgendwo tragen, wenn man irgendwo eingeladen ist oder so. Und ist auch wasserdicht, bis zu 5 Meter wasserdicht. Steht hier Hugo Boss drauf. Vielleicht würdet ihr auch so eine Uhr irgendwo günstiger kriegen. Ihr zahlt hier halt für den Namen. Und ja, wie gesagt, die verlinke ich euch auch mal hier unten. Und das war es jetzt auch mit meiner Uhrensammlung. Ich wollte euch mal dieses schnelle Video mal zeigen, auch mal ein Lebenszeichen von mir geben. Wie gesagt, es werden noch weitere Videos folgen. Ich hoffe auch längere und auch ausführlichere. Seid mal gespannt drauf. Verzeiht mir, dass ich ab und zu mal mir eine Pause gönne von YouTube. Denn wie gesagt, manchmal ist man doch sehr bequem. Man arbeitet und dann kommt man nach Hause. Da hat man auch keinen Bock, irgendwie noch ein Video zu drehen. Ja. Dementsprechend mache ich das immer nach Lust und Laune. Aber ich werde es jetzt versuchen, mal zumindest jede Woche ein Video rauszubringen. Und das wird hoffentlich am Sonntag dann sein, dass ich dann rausbringe. Ich möchte es euch nicht versprechen, aber ich sage euch jetzt mal den Termin fürs erste Video. Vielleicht werde ich dann weitere Videos folgen lassen in den entsprechenden laufenden Wochentagen. Wie gesagt, versprechen möchte ich euch das nicht, sondern ich werde es versuchen, so einzurichten, dass es auch klappt. Wenn ihr Uhren auch habt, hat auch Flying Uwe gesagt, bewahrt die am besten Boxen, Originalboxen auf, lässt sich später besser verkaufen. Wenn ihr die loswerden möchtet, diese Uhr habe ich nicht in der Originalbox,
die ist ja eh nicht so viel wert. Aber die, die über 100 Euro sind, bewahrt die am besten so eine schöne Box auf. Sieht auch dementsprechend schicker aus. So, jetzt seid ihr dran. Und zwar würde ich euch jetzt mal fragen. Erstens hier, aus welchen Filmen jetzt diese Uhr stammt, beziehungsweise wo die Uhr verwendet wurde, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Denn mich würde echt interessieren, ich habe den Film schon ein paar Mal gesehen und diese Uhr ist da immer aufgetaucht, ja, ganz groß im Filmausschnitt. Und ich denke mal, ihr werdet sie auch sofort erkennen. Diese habe ich, wie gesagt, nicht in der Box. Die Samsung Gear, die habe ich in der Box noch. Und hier diese Hugo Boss Uhr, die ich mir auch vor kurzem erst, wie gesagt, geholt habe, habe ich jetzt auch in der Box. Gut, schreibt es in die Kommentare, wie fandet ihr die Uhrenvorstellung? Findet ihr Rolex und die anderen Uhrenmarken, die teuren Uhrenmarken viel besser? Würde mich mal interessieren, seid ihr eher für teure Uhren oder seid ihr eher hier so für Gebrauchsuhren, Smartwatches, Eleganz oder hier so Alltagsuhren? Schreibt mir mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr auch vielleicht eine Uhrensammlung habt und was für eine Uhrensammlung ihr habt. Das war's. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt dran, bleibt mir treu und bis bald.